Gleichungen lösen mit MOOCs. Ich komme gleich dazu, was das heißt. Achtung, die Links zu den einzelnen Erklärvideos, die sind ganz kurz und man kann es ganz knackig und schnell herausfinden. Die folgen gleich. Also zu MOOCs, Massive Open Online Courses, also für jedermann zugänglich. Warum habe ich das gemacht? Ich habe gemerkt, es gibt ungefähr pro Monat 500.000 Suchanfragen nach dem Thema Gleichung, Gleichung lösen und so weiter. Ich habe also gemerkt, da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Das tut mir richtig weh manchmal. Naja gut, also habe ich gesagt, ich muss Sicherheit schaffen. Und zwar noch besser Sicherheit schaffen. Ich habe das zwar schon mit meinen Unterrichtsmitschnitten gemacht und vielen Dank für die lieben Bewertungen und Kommentare, aber die sind einfach zu lang. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache das besser, indem ich es kürzer, übersichtlicher und gestaffelt nach Themen, nach Schwierigkeitsgrad und so weiter mache. So, besser, also ab jetzt folgen hintereinander weg. Eine kurze Erklärung. Danach ein Video, was wer möchte, mit kleinen Aufgaben und Übungen, also mit Lösungen dazu. Und immer wieder Links. Leute, hier oben sind Links. Hier, das habe ich extra gemacht, weil die sonst gerne übersehen werden. Und zum Schluss jedes Videos gibt es auch Links. Und diese Links sind dann diese Abspannelemente und so weiter. So, ja, wie geht's weiter? Naja, das wird ständig erweitert. Und wer ein Abo hat, der sieht das dann automatisch, der wird informiert. Und Leute, bitte, Wünsche schreiben. Schreibt Wünsche auf, ich möchte nochmal gerne dies oder das oder sonst was, dann geht das auch besser. So, dann achtet auf die Links, guckt schön hin, was für euch in Frage kommt. Ich werde es erstmal staffeln nach Schwierigkeitsgrad und dann immer wieder verzweigen zu kleinen Unterthemen. Das wird schon gehen. Ich denke mal, wir kriegen es hin. Also, bis denn.